Herzlich willkommen bei der Vorstellung der neuen Scuba-Lamps. Anfangen tun wir mit der PV40, das ist die kleinste, die Scuba-Lamp im Angebot hat. Die hat 1800 Lumen und ist als Backup-Lampe gedacht. Wenn wir sie einmal einschalten, sehen wir, dass sie einmal dimmbar ist und eine SOS-Funktion hat. Diese Funktion hat allerdings auch nur diese ganz kleine Lampe. Die nächststärkere ist die PV32, die hat 2500 Lumen. Auch einmal dimmbar in weißem Licht, hat noch Rotlicht dabei und ultraviolettes Licht für Nachtaufnahmen. Nach langem Drücken geht die Lampe dann aus. Die PV52 ist der Nachfolger von der PV32 und hat 5000 Lumen, also doppelt so viele wie die 32er. Das sieht man auch direkt, wenn man sie einschaltet. Diese Lampe kann man bei weißem Licht auch einmal dimmen. Danach schaltet sie in ultraviolettes Licht. Und danach kommt das Rotlicht. Diese Lampe geht auch aus, wenn man länger auf den oberen Knopf drückt. Ja, und jetzt kommen wir zur neuesten Lampe von Scuba-Lamp. Das ist die PV102. Die hat ganze 10.000 Lumen, hat zwei Bedienknöpfe, links und rechts. Wenn wir den linken gedrückt halten, geht die Lampe an. Weißes Licht erscheint dann. Diese Lampe kann man dann zweimal dimmen, hat keine SOS-Funktion. Geht sie aus und wenn wir den rechten Knopf betätigen, können wir das Rotlicht einschalten und das ultraviolette Licht. So, nach längerem Drücken geht auch diese Lampe wieder aus. Wenn wir das weiße Licht noch einmal einschalten, sehen wir, dass wir da noch rotes Licht dazu schalten können. Also dann haben Sie eine Mischung aus beidem. Du kannst die Kamera jetzt ausmachen. Papa. Ja. Machst du die Kamera aus? Wieso? Du kannst die Kamera ausmachen. Ich möchte jetzt nicht wieder so hinlaufen, wenn du da...